Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Europa Universalis 4. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid mit Genua. So, gleich am Anfang von diesem Part möchte ich auf eine kleine Geschichte eingehen, und zwar hier auf, wo haben wir denn, Kolonie und Handelsregion. Denn mir ist aufgefallen, eigentlich hatte ich Folgendes vor. Ich hatte vor zu sagen, okay, wir lassen hier erst eine Kolonialnation entstehen, dann erobern wir hier Jacques Temal. Und das gehört ja dann zu einer anderen Kolonialnation, oder das gehört ja dann zu der Kolonialnation, dann müssen wir die Gebiete nicht kornen und so. Jetzt ist halt irgendwie das Problem, und da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie das läuft, dass diese Kolonialregion hier unten eine andere ist, nämlich Kolonialkolumbien, und das hier oben ist Kolonialmexiko. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das wäre, wenn wir jetzt denen hier dann Gebiete geben oder so. Wie das dann läuft, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Deshalb werde ich eben in dem Krieg hier mit Jacques Temal ein paar Provinzen erobern. 5 Stück braucht mehr für, damit es dann zu einer Kolonialnation wird, glaube ich. Dann würde ich halt in Gottes Namen diese 5 Gebiete erobern und gut ist, ja. Und auch Kerne machen, das muss man ja. Und dann passt es, und dann haben wir hier ganz ordentlich eine Fraktion, eine Kolonialnation und hier unten in Kolonialkolumbien dann, und dann ist alles gut, ja. Ich meine, Kolonialkolumbien wird eh nicht so groß. Ich meine, eine Provinz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind da noch offen. Panama hätte ich eigentlich ganz gerne selber, um ehrlich zu sein. Genau, und hier warten wir ja noch so ein bisschen auf die nächsten Ideen. Beim nächsten Mal kommt dann auch der nächste Kolonist. Den sollten wir auf jeden Fall, den würde ich mir eigentlich noch ganz gerne holen, bevor wir das nächste Mal dann auch in diesem Bereich hier forschen. Und da ist natürlich dann die Frage, wo schicken wir den hin? Schicken wir ihn hier hin, um hier nochmal ein weiteres Gebiet an der Grenze zu haben. Und auch das erste in der Kolonialregion Mexiko, oder schicken wir ihn tatsächlich mal hier nach Panama? Ich halte es vielleicht für eine gar nicht so schlechte Sache, den hier nach Panama zu entsenden. So, ja, hier wollen wir gerade nichts machen. Oh, wieder das problematische Parlament. Oh, wir haben sizilianische Nationalisten mal wieder. Sehr schön. Ugh. Ja, da waren wir ja eigentlich auch beim letzten Mal so weit, dass wir ihnen gesagt haben, wir machen ihnen klar, wer hier quasi der Chef ist. Das machen wir dieses Mal wieder. Na, die haben hier Spanien wieder das Gebiet besetzt. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal 15.000 Mann hier rein. Und da erhöhen den Armeeunterhalt, genau. Und werden uns hier auf den Weg machen. General ist hier sogar drin, ja, wunderbar. Und dann landen wir hier unten an, sobald möglich. Er zieht sich jetzt nämlich hier schon zurück. Sehr gut. Leider ist unsere Moral noch ziemlich niedrig. Da warten wir auf jeden Fall auch noch ab. Wir haben eh ein bisschen weniger Soldaten, dann sollten wir wenigstens eine gute Moral haben. So. Und jetzt haben wir hier den zweiten Kolonisten, sehr schön. Und dann würde ich sagen, vorschlagen, senden wir den doch gleich mal nach Panama, weil dann könnten wir im Zweifel irgendwann mal noch den Panama-Kanal bauen. Ich glaube, das geht doch hier auch, gell? Ja. Deshalb entsende ich den jetzt mal hier hin nach Panama. Direkt, genau, nicht, dass die Spanier da auf eine blöde Idee kommen. So, entsenden, sehr schön. Sind jetzt hier Ungarn will ein Bündnis mit uns, das will ich aber eigentlich nicht. Britannien will auch wieder ein Bündnis, das will ich auch nicht. Moment mal, wir haben nur noch 3 Bündnisse. Ah ja, mit den 3 hier, oder? Ja. Ja, das passt ja auch. Wir haben ja Großbritannien nicht mehr drin und hier Urbino auch nicht mehr, weil es ja die Handelsliga nicht mehr gibt. Okay, ja, gut, alles gut. Jetzt ist hier die Moral auch wieder ordentlich. Das heißt, wir können hier mal anlanden. Gut, dass die hier nicht rüberkommen sofort. Das ist sehr wichtig. Ich überlege gerade auch ehrlich, ob wir hier einfach mal eine Festung bauen sollen. Dann wird die Provinz nicht immer gleich rebellisch. Ah, jetzt greifen sie uns an. Aber das sollte kein Problem sein. So, Geldreform, erlasst sie
Wir brauchen keine Reform oder gebt dem Protektor freie Hand, um die Wirtschaft zu reformieren. Weil er von Glück gesegnet ist, können wir das machen. Ich denke, das hört sich mal nach einer guten Sache an. Ach, da bräuchten wir aber jetzt hier 30 Entwicklungen, um den Bauplatz freizuschalten. Ah, ja, doch, 30 Entwicklungen bräuchten wir. Ja, nee, dann lassen wir das doch bleiben. So, Grenzdisput, um was geht's denn? Irgendwas von. Ah ja, das juckt mich herzlich wenig da bei diesen Eingeborenen. Okay, gut. Und dann entsenden wir die hier zurück. Und dann könnten wir theoretisch auch hier mal noch die Schiffe upgraden. Da gibt es, glaube ich, welche zum Upgraden. 150 kostet es. Das machen wir mal. Ich glaube, das sind sogar unsere drei Schiffe hier oben, ja, die wir erst gebaut haben. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Eingeborenen Aufstand in Panama, das ist nicht so gut. Da teilen wir mal ganz kurz hier die Armee auf in zwei Teile. Daran habe ich gar nicht ja gedacht, dass das ja passieren kann. Ja, das war dann die Kolonie. Müssen wir also gleich wieder neu hinschicken. Ja, das war ein bisschen doof, egal. Ja, und dann könnte man trotzdem mal auch schon hier über diesen ersten Krieg eben nachdenken. Wobei ich warte mal ab, bis hier dieser Krieg beendet ist. Bei 73 steht der, ja. Gut, okay. So, wir könnten auch militärisch hier mal wieder was machen. Das sind wir auch der Zeit hier beim Forschen voraus. Machen wir mal Garnisonsgröße um 25% erhöhen. Dann noch als nächstes Verschleißarmee und dann hätten wir das Einheitenlimit, das ja sehr, sehr wichtig wird, plus 50%. Das ist sehr gut, dann können wir da einiges an Truppen mehr bauen. So, und dann würde ich erstmal vorschlagen, gehen wir mit dem Armeeunterhalt mal nochmal runter. Und dann würde ich ganz gerne mal die erste unserer. Das ist ja jetzt die Flotte hier oben, genau. Passt. Die erste unserer Handelsflotten vielleicht. Wenn wir sie, ah ja, die sind auch verbessert. Wisst ihr was? Die entsende ich mal noch hier dazu. Und die erste unserer Handelsflotten, die entsende ich jetzt hier mal nach Syrakus. Und dann werde ich die hier nämlich mal verbessern. Geht das? 540, oh je. Dann werden wir doch nochmal Genua Handelsschützen machen. Hat das noch ein bisschen Zeit? 540 brauchen wir dafür, okay. Und die Flotte hier drüben, die könnten wir wahrscheinlich schon verbessern, oder? 200. Wisst ihr was? Dann fangen wir doch mit der mal geschwind an. Oh, die haben jetzt Shaktimal auch den Krieg erklärt hier oben. Okay, das sind nämlich die. Wisst ihr was? Ich glaube, es wird dann echt Zeit. Den Spion brauchen wir da eigentlich gar nicht mehr. Dass wir doch mal hier unsere Flotte entsenden. Mit ein paar Truppen nochmal. Diesen 15.000 Mann hier. Mit 15, ja, mit 15 Schiffen. 15.000 Mann. So, und 15.000 Mann und die mal hier oben anlanden. Und dann würde ich vorschlagen, lassen wir hier alles bis auf, ja, ich denke, drei Einheiten nehmen wir mit. Die Einheiten lassen wir hier unten. Und dann werden wir natürlich auch schon mal die Armeeunterhalt hochstellen. Dann führen wir den Krieg eben jetzt doch schon. So, und die sind, können wir jetzt verbessern. Genau, 10 Schiffe für 200 ist in Ordnung. Das andere merken wir uns einfach so ein bisschen. Vielleicht können wir jetzt auch relativ viel Geld hier erobern gleich. In diesem Krieg hier. Also fordern meine ich, nicht erobern, fordern. Und dann können wir hier eigentlich den Krieg beginnen. Natürlich übrigens, gell, ganz klar, diese Sache hier mit Möglichkeiten Spanien, Kirchenstaat und so weiter, die bleiben natürlich auch nach wie vor bestehen, diese Möglichkeiten. Da machen wir uns nach wie vor natürlich auch Gedanken drüber, gell. Boah, wir sind hier Gott sei Dank vor den Briten angekommen. Hui, war das gut. Sehr schön. Wird es einfach mal Zeit, dass wir erstmal schnell vorrücken, um hier Gebiete zu erobern. Privatunternehmer, Korruption oder Armeeprofessionalität?
Würdest du sagen, wir packen das übel an der Wurzel oder wisst ihr was? Ne, wir würfeln es einfach aus, ganz einfach, ganz schnell. Dum, dum, dum. Und ich würfel eine 5. Was ist das da unten? Ja. Und Delegation im Militär stärken. Ach, das ist wieder diese Sache hier. Hier würde ich es gerne nochmal auswürfeln in dem Fall. Mal schauen. Und ich würfel eine 5. Das heißt, er versucht tatsächlich die Kontrolle über das Militär wieder zu holen. Dafür haben wir den Typen hier unten verloren. Disziplin plus 3. Berater plus 5%. Plus 5% ein Berater mit 3 Sternen, so meinte ich. So, und dann werden wir auch uns hier noch ein bisschen weiter aufteilen, würde ich sagen. Bis hierhin und mit euch bis hierhin. Warum auch immer die schon wieder hier einen Krieg führen, die Briten eigentlich. Die haben ja letztes Mal schon nichts erobert eigentlich. Handelseffizienz plus 5%, sehr schön. Hier eine Armee besiegt. Hier auch einiges geschafft, sehr gut. Das schauen wir uns gleich an. Ich möchte jetzt nur kurz wissen, können wir denn hier rüberziehen? Ja, können wir. Sollten wir dann auch tun. Zieht ihr als erstes mal dahin, dann zieht ihr hier rein. Ihr zieht auch da hinterher, ihr zieht hier hin. Und ihr auch mal dahin. Politischer Kampf des Klerus. Da könnten wir für Geld den Einfluss senken und Loyalität gewinnen. Ich finde, das ist eigentlich mal eine gute Sache. Machen wir das. Wir müssen halt jetzt wieder ein Darlehen aufnehmen, aber so ist halt. Außer Beitrag erbitten hier. 10 Loyalität würde uns das kosten. Dann würden wir kein Darlehen aufnehmen. Bei Diplomacht brauche ich gerade nicht so. Naja, vielleicht machen wir das dann tatsächlich mal. 903 Dukaten, machen wir das. So, hat sich gelohnt. Dann haben wir schon nicht dieses doofe Darlehen aufgenommen. Ja, und die Entwicklungskosten senken ist jetzt gerade auch nicht unbedingt so notwendig. Ah, da sind schon Franzosen, das ist natürlich doof. Mal schauen, ob wir es mit denen hier schaffen, da dagegen. Gehen wir da einfach mal rein mit allem, was wir haben. Ein bisschen was sollten wir noch erobern, damit wir hier auch gut fordern können. Die Franzosen sind jetzt ziemlich aktiv auch. So, wir erobern, was auf jeden Fall hier geht. Mal gespannt, wer schneller da ist. Wahrscheinlich der Franzose, ja. Da. So. Oh, wir haben hier jetzt eine neue... Ja, jetzt können wir mal administrativ forschen, glaube ich. Oder machen wir noch einfach die Idee hier fertig. Oh, ich habe übrigens vorhin vergessen, allgemeines Kolonisationsgesetz. Durch die Verabschiedung eines Gesetzes, das die Migration fremder Menschen in unsere Kolonien erlaubt, werden wir sicher eine größere Auswahl zukünftiger Siedler anlocken und Chance Kolonisten auch plus 5 und halt Prozent unter einen Kolonisten bekommen. Und jetzt wettbewerbsfähige Kaufleute machen wir noch. Wenn wir im Mutterland vom Handel profitieren möchten, brauchen wir Enter, die ausländische Wettbewerber ausstechen können. Wir müssen sicherstellen, dass unser Rechtssystem ihnen dabei behilflich ist. Handelseinfluss global plus 20%. Förderung der Handelsmarine haben wir freigeschaltet noch hier. Ja. Achso, Richtlinie haben wir freigeschaltet. Richtlinie. Oh, ich muss hier eh mal gucken, was können wir denn hier machen? Ja, manche Sachen gehen noch nicht so, weil wir da bestimmte andere Sachen noch nicht fertig haben. Aber dann würde ich doch sagen, nehmen wir doch die hier mal rein. Wir können damit sehr eine kostenlos nehmen, oder? Eine freie Richtlinie. Ja, passt doch, dann machen wir das mal. Handelseffizienz und Handelssteuerung. Nochmal, da bin ich mal gespannt, wie sich hier unsere Handelseinnahmen dann auch entwickeln.
57,96 und 8,59 haben wir hier. 67, also plus 10 Dukaten. Boah. Hat sich natürlich mal wieder gelohnt. Sehr, sehr schön. Ja, die belagern dann noch, okay. Königstadt hat Neapel den Krieg erklärt. Interessant. Werden dann da wahrscheinlich recht da so ziemlich noch erobern, denke ich mir. So, dann teilen wir uns hier auch mal noch ein bisschen auf, um einfach so viele Gebiete wie möglich zu erobern, wie gesagt. Das will ich eigentlich noch nicht fördern hier. Und dafür viel zu sehr über der Zeit. So, und mit euch noch dorthin. Also Militär haben die Gegner nicht offensichtlich. Das wurde schon in den ganzen Kriegen davor besiegt. Aber es ist sehr schön, dass wir hier noch ein bisschen was machen können. Oh oh. Okay, Österreich zusammen mit der Pfalz und Ungarn. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie ist denn das? Das sehen wir nicht. Gut, dass möglich, dass Spanien nicht dabei ist. Dann könnten wir hier eigentlich mitmachen. Aber davor möchte ich ganz gerne hier... Ah, das haben wir als wichtige Provinzen hier markiert, gell? Ja. Mhm. Ja, dann machen wir in dem Krieg hier mit. Brauchen aber hier... Vier Einheiten können wir mit Sicherheit noch rekrutieren, oder? Ah ne, zwei nur. Hm. Aber machen wir trotzdem ein bisschen über den Durst hier. So. Wir akzeptieren diese Sache. Wir sind jetzt nur mit Venedig allerdings im Krieg. Das ist in Ordnung noch. Vielleicht können wir auch demnächst hier Truppen abziehen und rüberschiffen. Gut möglich. Ja, hier kommt es auch zu einer Schlacht gegen Venedig. Vielleicht schicken wir unsere Schiffe einfach mal hier in den Hafen für eine Weile, unsere Handelsschiffe. Oh, die sind mit Polen-Litauen und Kirchenstadt im Krieg. Naja, wobei, das hätte ich vielleicht nicht annehmen sollen, weil Polen-Litauen ist ja auch noch unser Verbündeter hier, gell? Naja. So, schauen wir mal, ob wir vielleicht hier einfach einen relativ schnellen Frieden mit unseren Forderungen bekommen. Sind es 2, 4, 5, 6 Gebiete. Das reicht eigentlich für eine Kolonialnation, oder nicht? Und dann können wir hier eben auch für die Kolonialnation ja weitere Kriege führen, hier in Mittelamerika. Aber die Gebiete würden auf jeden Fall schon mal uns gehören. Wir könnten dann auch noch 435 Gold fordern. Wo sind denn die Franzosen? Die haben... Das ist Mexiko da oben. Hm. Leicht. Sollten wir das hier fordern? Wobei, nee, das geht nicht. Lassen wir es einfach so nehmen, das Geld. Ich habe gedacht, wir können da vielleicht Frankreich ein bisschen ärgern oder so. Aber macht keinen Sinn. Nehmen wir das hier und dann versuchen wir hier so schnell wie möglich die Kolonialnation eben hinzubekommen. Ah, die Provinz wird gar nicht mehr kolonisiert hier, okay. Gut, machen wir das. Erobern die Provinzen hier, das reicht. Wurde nämlich auch schon mal kolonialisiert hier, das Gebiet. Konvertieren brauchen wir eigentlich nicht, das können dann die anderen machen. Ah, jetzt müssen wir hier erstmal die Kernprovinz machen und dann können wir die in der Mitte oder hier drüben machen. Da reicht die Kolonialreichweite nämlich nicht. So, und dann nehmen wir die ganzen Truppen und schicken sie mal nach Hause. Perfekt. Das brauchen wir auch noch nicht machen und dann gehen wir mal hier rüber nach Europa. Schauen uns mal an, wie das hier so läuft. Wir brauchen auf jeden Fall einen Anführer hier, ganz wichtig. Ja, das ist schon mal gut. Aber ist ja gut, wenn hier Österreich ein bisschen stärker wird, kann es uns auch helfen. Auch im Hinblick vielleicht auf, weiß ich nicht, die Osmanen oder so. Allerdings glaube ich, die sind ja mit Österreich verbündet.
Das ist natürlich doof. Hier kämpfen jetzt dann auch immer potenziell zwei unserer Verbündeten gegeneinander. Also richtig rauswagen werde ich mich hier erstmal noch nicht, weil da stehen schon wieder ganz, ganz viele Gegner. Gut. Ja, ich denke hier können wir einfach mal abwarten. Den eingeborenen Aufstand hier haben wir besiegt. Oh, hier hatte ich Glück, dass da keine gespawnt sind, keine Eingeborenen. In letzter Zeit, das muss man aufpassen, da muss ich auf jeden Fall ein paar Truppen da lassen. Ich denke, die meisten werde ich jetzt erstmal wieder abziehen oder zumindest eine Schiffsladung voll werde ich abziehen. Ah, jetzt gerade hier welche gekommen in Mosquito. Gott sei Dank hatten wir Leute da. Aber ich denke auch finanziell hat sich der Krieg gerade echt ganz gut gelohnt. Von den Territorien mal ganz abgesehen, gell. Kommen wir jetzt hier so drauf. Ja, das ist doch in Ordnung. Die lassen wir da, die nehmen wir mit. Und brauchen die jetzt mal hier drüben im europäischen Krieg. Boah, der hat hier Ferrara, hat er erobert. Jetzt hat er hier seine Truppen. Das wird aber zurückerobert, wie es aussieht. Vielleicht können wir hier noch mal ein bisschen weiter erobern. Ja, das wurde jetzt auch erobert. Schön. Ah, aber er hat jetzt hier Truppen abgezogen. Aber wir kommen da gar nicht hin. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Oh, wir können jetzt hier entweder 50 administrative Macht oder 540 Dukaten nehmen. Ich denke, wir nehmen mal die administrative Macht, weil da können wir echt noch ein bisschen mehr brauchen. Punkten. Und viele Leute haben ja auch recht, gell? Also eigentlich ist Geld viel weniger wert als Machtpunkte, wenn man mal so drüber nachdenkt, in den meisten Situationen. So, hier brauchen wir jetzt auf jeden Fall Hilfe bei den Ungarn. Die brauchen Hilfe. Dominanz im Weinhandel, sehr schön. Oh, das ist ja perfekt. Sizilien ist frei, aber die sind mit Ungarn verbündet. Das heißt, wir müssten da im Zweifel halt gegen kämpfen. Aber es wäre ja auf jeden Fall mal wieder ein gutes Ziel für uns, dort anzugreifen. So, wisst ihr was, dann belagern wir schon mal die Provinz dort unten. So. Osmanen haben dem Irak den Krieg erklärt, okay. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen kleinen Cut. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und da kann ich mir gut auch vorstellen, dass wir hier den Krieg gegen Sizilien führen. Kriegsgrund haben wir gerade nicht. Ich schicke schon mal einen Spion dahin. Und dann haben wir wenigstens schon mal dieses Gebiet. Wir müssten dann irgendwann mal noch Palermo erobern. Oh, die sind übrigens nicht mehr mit den Venezianern verbündet. Wahrscheinlich, weil sie hier das Bündnis nicht geehrt haben. Also wäre das durchaus auch eine Idee, da mal anzugreifen, vielleicht zusammen mit Österreich und Polen-Litauen sogar. Wenn beide mitmachen oder Frankreich, das wäre natürlich auch mal super. Genau, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.